Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und voll.at. Ich bin Philipp Vondrak. Guten Tag. Die Polizei hat immer noch keine Spur zu dem Messerstecher bei der Kurden-Demo in Bregenz. Die Ermittler haben zwar mittlerweile die beiden 17-jährigen Opfer befragen können, offenbar konnten sie aber nicht den entscheidenden Hinweis auf den oder die Täter geben. Dass bei den Gegendemonstranten Anhänger einer islamistischen Szene dabei waren, kann Polizeisprecher Rainer Fitz ausschließen. Wir haben keine Erkenntnisse, dass islamistische Täter bei den Gegendemonstranten mitmarschiert sind. Der Sturm auf diese Gegendemonstranten ging von der kurdischen Demonstration aus. Grünen-Integrationssprecherin Wahide Aydin sprach ja von einer islamistischen Szene. Eine solche gebe es nicht im Land, so Fitz. In Alberschwende sind heute Morgen bei einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Krankenwagen 3 Personen verletzt worden. Wegen des Unfalls gab es erhebliche Verkehrsbehinderungen. Die L200 war über eine Stunde gesperrt. Ein 19-jähriger Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Rettungswagen. Das Auto schleuderte anschließend gegen die Fassade einer Firma. Der Autofahrer sowie ein Mann und eine Frau im Rettungswagen wurden verletzt. Wie schwer ist noch unklar. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Über 1.500 Vorarlberger unter 25 Jahren standen mit September ohne Job da. Ein Drittel der jungen Arbeitslosen wurde in Schulungen untergebracht. Fast 800 fanden mittlerweile eine Arbeit oder eine Lehrstelle, wie das Arbeitsmarktservice informiert. Das AMS arbeitet dabei stark mit überbetrieblichen Lehrstellenanbietern zusammen. In der Erste Bank Eishockey Liga sind die Dornbirner Bulldogs zum Siegen verdammt. Nur 2 Punkte trennen den EC von einem Abstiegsplatz. Die Aufgabe heute ist alles andere als einfach. Die Bulldogs müssen bei Tabellenführer Vienna Capitals antreten. Und Bregenz Handball kann sich heute in der Handballliga Austria die Tabellenführung zurückholen. In der Arena Rieden wird Schwarz empfangen. Anpfiff ist um 19:30 Uhr. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis morgen.